Hallo Leute und willkommen zum nächsten Video. Und zwar habe ich diese Power Station für 20 Euro auf eBay Kleinanzeigen bekommen. Ich teste hier schon mal mit einer kleinen Powerbank, dass die Power Station noch angeht. Ihr seht, wenn ich einstecke, zeigt er kurz an, 0 Watt, geht dann wieder aus. In dem Fall sind die Powerbanks nicht sonderlich hilfreich am Netzteil. Also ich habe so einen 6-fach-Lader, der mir auch anzeigt, wie viel da gerade geladen wird, mit welcher Spannung und so weiter angeschlossen. Ich werde jetzt nochmal eine größere Powerbank dran anklemmen und dann sehen wir gleich weiter. Ihr seht, er zeigt kurz was an, geht dann wieder direkt aus. Als ich sie abgeholt hatte im Auto, ich musste für einige Kilometer fahren, hatte er angezeigt, dass er permanent mit so 0 bis 8 Watt lädt. Hat allerdings nicht viel gebracht, da die Powerstation, wie ihr seht, an dem Typ C auch geladen werden kann. Also da steht In und Out drauf. Heißt somit, ihr könnt laden und entladen am selben Anschluss. Da über der Rot schwarzer Anschluss ist für Solarpanel, genauso wie der darunter, der Hohlstecker mit, glaube ich, 5,5 x 2,1. Ja, es war 5,5 mm x 2,1 innen. Da sind auch alle 4 Stecker genauso, sowohl innen als auch out. Die Beschreibung der Eingänge ist nicht so ganz zielführend, das kann ich euch hier nochmal kurz einblenden. Und zwar steht da drin Solarpanel-Eingang 18 Volt, maximal 3 Ampere und Netzteilausgang oder auch Eingang sind jeweils mit 15 Volt und 3 Ampere Maximum. Ich habe hier jetzt nochmal ein kleines Labornetzteil dazu genommen. Das schließt man einfach per USB an, gibt es in China für wenig Geld und habe hier einfach mal ein Solarpanel simuliert. Ihr seht, die Lampe geht an, zeigt aber direkt wieder off an. Ich glaube, ich hatte die Pins auch nicht ganz richtig getroffen oder der Strom war zu niedrig. Ich setze ihn jetzt nochmal etwas höher auf 19 Volt und 0,5 Ampere. Das sind etwa auch 9,5 Watt. Mit etwas Übertragungsverlust so durch die schlechte Connection kommt natürlich weniger an. Und da ihr die Station eh nicht richtig lädt, zeigt ihr hier noch 3 Watt an und der Akku ist leer. Und sobald ich die Klemmen wegnehme, geht es auch sofort wieder aus. Entsprechend hätte ich jetzt nochmal versucht, hier mit einem Multimeter nachzumessen, hätte allerdings beim Automatikmodus nur einen Widerstand ermittelt, hätte deswegen gar nicht weiter versucht, irgendwas noch rauszufinden. Als nächstes werde ich euch zeigen, wie, beziehungsweise hier hatte ich auch den Widerstand gemessen oder die Automatik, hätte Spannung drauf sein können, würde das anzeigen. Da er hier aber den Widerstand immer weiter verringert, würde der wohl, also im MPPT-Bereich, wird normal funktionieren. Jetzt zeige ich euch im Zeitraffer etwas zusammengepackt, wie ihr die Power Station öffnen könnt. Da wir drinnen auch schon wollen, wie es aussieht. Ich lasse nebenbei etwas Musik durchtüdeln, damit es nicht ganz so langweilig ist und
Ihr seht die ersten zwei Schrauben in der Mitte. Da sind jeweils noch zwei unter diesen Anti-Rutsch-Pads, die ihr sehen könnt, links und rechts. Da werde ich jetzt auch die Pads entfernen. Es sind alles Kreuzschrauben. Aber das seht ihr gleich separat. Ich werde jeweils immer entscheiden, wie viele Schrauben da sind, damit ihr das im Zusammenbaufall auch wieder einfach zusammenkriegt. So, wir sind jetzt ein Stück weiter und zwar habe ich hier schon den ersten Tierversuch hier weiter zu öffnen. Das ist aber totaler Blödsinn, leider. Versucht hier die Dings rauszudrehen, das ist auch Quatsch. Ich habe einfach mal versucht hier die Steckdose rauszunehmen. Ist mit einer Schraube gesichert, die liegt hier auch irgendwo. Und dann kann man dieses Stück hier, also den Anschluss rausnehmen. Dann zweipolig angeschlossen, das ist auch keine Spannung drauf, weil der Akku eh ein Problem hatte. Wie ihr seht. Und dann habe ich versucht, das Schutzdisplay abzumachen. Und dann habt ihr hier nämlich Platz drunter, um das wegzumachen. Also ihr kommt hier gut drunter jetzt in den Seiten und fängt dann langsam an, sich so etwas Flaches zwischenzuschieben. Kreditkarte. Irgendwelche Kunststoffkarten, was ihr halt so kennt. Oder wenn ihr schon mal Handys repariert habt, dann habt ihr in der Regel auch solche kleinen Chips zum Drunterschieben. Und habt dann hier die Einheit rausgeschraubt. Hier sind vier Schrauben. Dann glaube ich die vier. Ne, die liegen hier auf dem Tisch. Hätte die halt, leg mal hier, wie ihr sehen könnt, die vier Schrauben sind in den Löchern da. Und dann nach unten hin wegziehen, könnt ihr diese Einheit vorziehen und seid so gesehen an dem Ziel, wo ihr hin möchtet. Weil nämlich hier oben ist die Batterie drin,
ich das kurz hier so. Ha, sehr schön, die Lampe oben kann man einfach abziehen. Versuchen wir hier mal kurz die... Einheit weiter rauszuziehen. Das Problem ist jetzt nämlich, dass wir hier nicht so recht weiterkommen. Wir müssten entweder das BMS hier lösen und die anderen Kabel halt von da lösen. Man könnte vielleicht noch anfangen und den 230 Volt Anschluss als erstes rauszumachen. Man muss hier natürlich jetzt aufpassen, dass man hier nicht so auf Kontakt kommt. Ich habe hier vielleicht eine Zange findet. So, ich konnte das Display jetzt abziehen, den wegen Stecker hier. Legen wir ein Stück zurück. Und wir messen jetzt mal zwischen 0 und Plus und haben 11,74. Wir gehen jetzt ziehen einmal hoch und sehen 3,2 Volt. Ist okay. 4,29 Volt. 4,29 Volt. 4,13 ist noch ganz okay. Das Paar ist schon relativ voll, also das ist wirklich schon gut voll. Und beim letzten müsste einfach nur noch ein Widerstand, also das seht ihr gerade, glaube ich, schlecht. Kilo-Ohm, immer so ein bisschen. Direkt auf dem Band und dann ist dieser Block nämlich tot. Die sind komplett überladen. Die, da muss man ein bisschen runterkommen. Und was ist denn hier normalerweise für ein Taster? Achso, das Licht. Da passiert halt nichts. Deswegen ist auch kein Wunder, dass wir den haben anstecken können, dass irgendwas geladen hat. Er lädt halt nichts. Sondern halt wirklich nur hier. Das
Das Lüfterrad ist komplett sauber, also da wird nicht viel gelaufen sein. Und drauf gucken. BEP300D BMS 4.0. Man müsste hier wahrscheinlich die Pole ablöten, da die dann wohl jeweils aufgesteckt sind. Schon auf der Rückseite, ist nichts sonst. Ich werde hier wohl entsprechend das Board ausbauen, wie bei den Schrauben, AC könnte man hier noch abtrennen. So, weil das Kabel brauchen wir genauso wie den Lüfter gar nicht. Aber der Lüfter ist unten auch am AC-Input angeschlossen. Wenn das Kabel so rein, dann kannst du nämlich nicht wegrutschen. So, ich habe jetzt die Kabel abgelötet und das BMS bzw. der Akku ist mit drei Schrauben noch befestigt. Danach können wir ihn nach oben hin rausziehen. Relativ einfach. Schauen jetzt noch kurz den Inverter an, hat aber keine Auffälligkeiten. Und ich versuche jetzt dieses Isolierpapier abzuziehen von den Seiten und dann können wir direkt mal drunter schauen. Unter die Folie zu kommen, ist gar nicht so einfach. So, ich hebe jetzt den Akku an und wir sehen hier, dass hier mehrere Zellen oxidiert sind. Ich habe da nochmal was genauer hingeschaut und mich am Ende dazu entschieden, alle Zellen auszutauschen. Ich blende euch nochmal kurz, ein Foto eingeblendet, wie es dann aussah. Und wir sehen uns gleich wieder. So, einfach nur mal als großen Zwischenstand. Ich habe den Akku komplett neu gebaut. Ich muss auch die Hand wechseln. Hier
ATE-Scooter zählen, die sind von Kapazität etwa genau ähnlich. Und ich werde jetzt mit dem Lötkolben hier die beiden Pole wieder aufsetzen, das Ding einbauen und dann sehen wir uns gleich wieder mit der anderen Kamera, weil ich filme gerade mit dem Handy kurz. Ich hatte keine Lust, jetzt die Kamera extra aufzubauen dafür. Und wir sehen uns dann gleich im Zusammenbau wieder. So, jetzt sind wir wieder so weit und. So, da sind wir wieder. Wir bauen jetzt den. Was soll ich denn sagen? Kann man. Schauen wir uns dann. Jetzt noch zusammen. Bis weiter. So, und zwar haben wir jetzt weiter. Der Kabel muss mit den Abstandhalter nach vorne. Bisschen so rum geschlossen werden. Dann und jetzt noch 230 Volt Stecker. Anstecken.
Nimm so. Mit dem Kabel, was wir gerade angeklebt haben. So, jetzt gut, jetzt ziehen wir mal jetzt einfach. Und das müsste, glaube ich, passen so. So, und wenn jetzt alles funktioniert, muss sie sich einschalten lassen. Okay, bisher passiert nichts. Vielleicht nach dem ersten. Einfach ein Laden. Wer sucht, der findet. Sie läuft wieder 100%, ne? Einfach Output. Sind auch und
So, zu guter Letzt zeigt er jetzt an, er braucht 3 Watt und würde noch 80 Stunden damit funktionieren. Dann hat sie wieder ausmachen. Und haben hier eine schöne Leuchte, die 1 Watt braucht. Noch ein bisschen dunkler noch. Also es leuchten und zu und geht wieder aus. Natürlich mussten wir, wenn wir jetzt die Powerbank anschließen, müssten wir sehen, dass sie auflädt. Und zeigt an, sie ist voll, da die Batterien komplett vollgeladen waren. Nur das Ladegerät von dem Parks halt Akku-Feinbohrschleifer. Ich lege ihn mal oben drauf. Dann seht ihr die Anzeige nämlich oben drauf. Und wir stecken ihn jetzt mal ein. Er startet und zeigt uns an, dass das schon, wie ihr es sehen könnt, müssen wir das Ding ein bisschen drehen. Steht's 28 Watt brauche. Ich spüre einen leichten Windzug, ist ganz leicht am Sohn und er würde jetzt 11 Stunden etwa mit durchhalten mit der Ladeleistung. 28 Watt, bis er leer wäre. Am Ende habe ich eigentlich nur etwas Lötzchen gebraucht. Habe ich hier gerade irgendwo welches? Habe ich hier unter. Hier ein einfaches Lötzchen, Lötkolben, der stark genug ist, also mindestens 50 Watt braucht der. Ich hatte von jemandem E-Scooter-Zellen bekommen. Die haben etwa dieselbe Kapazität wie die da vorher drin waren. Die vorherigen waren komplett angelaufen, das hattet ihr ja gesehen. Ja, sie hat hier einige Kratzspuren jetzt rundherum. Aber das dürfte jetzt nicht das Problem sein eigentlich. Also sie mich stört es nicht, sie läuft, Licht funktioniert, die USB-Anschlüsse müssen auch soweit funktionieren, die teste ich jetzt nicht extra durch. Wahrscheinlich muss ich die Vorderseite noch auf den Boden legen oder irgendwie ein Buch beschweren, dass halt die vielleicht nochmal richtig klebt, die Pads, und werde ich wahrscheinlich nochmal nachkleben müssen, weil die nicht so ganz halten. Gut, wenn man jetzt die Zellen selber ersetzen müsste, könnte man natürlich größere Zellen nehmen. Man könnte auch noch die Leistung ein bisschen erhöhen. Und zwar gibt es Zellen mit, ich glaube, 3300 mAh, die auch Tipps aushalten könnten. Kann ich euch, glaube ich, mal kurz einblenden, wenn ich sie nochmal finde. Oder wenn ich überhaupt dran denke. Und ich glaube, dann konnte die auf eine Kapazität von knapp 440 Wattstunden kommen. Da hier 36 Zellen verbaut sind, kosten auch so 2-3 Euro im Schnitt pro Zelle. Also wenn ihr die irgendwo kaufen müsstet. Ihr braucht etwas Nickelwand. Man kennt es aus den fernöstlichen. Ich habe da vielleicht ein Viertel der Rolle oder so verbraucht. Ich kann euch auch noch mal kurz Fotos einblenden, wie der Akkubau aussah, da ich das jetzt nicht gefilmt habe. Weil das kennt ihr schon aus dem E-Scooter-Video zum Beispiel.
geht er runter. Da er merkt. Okay, wir brauchen sie nicht. Funktioniert alles bestens. Vielleicht könnt ihr euch damit etwas helfen. Vielleicht nochmal als kurze Zusammenfassung. Hier unten sind 6 Schrauben. 3 vorne, 3 hinten. Den müsst ihr, oder könnt ihr am besten diesen Stecker hier ausbauen. Dann könnt ihr das Panel abmontieren. Habt da unter 4 Schrauben. Könnt das alles nach vorne ziehen, die Stecker alle abmachen. Und dann könnt ihr das Ganze nach oben wegziehen. Und kommt so an den Akku drin, wenn du nochmal die 3 Schrauben am BMS löst. Ihr müsst darauf achten, auch nochmal wie es am Anfang im Video schon stand. Ihr arbeitet hier mit 16 Volt, also mit einem 4S Akku und mit 230 Volt wegen der Steckdose. Solltet ihr da eine Schraube reinfallen lassen oder wie mit nassen Fingern reinfassen, könntet euch das lebensgefährlich verletzen. Aber ich glaube, wer sich sowas holt zum Basteln, der weiß schon etwas mit Elektrizität anzufangen. Trotzdem achtet darauf, was ihr macht. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne den Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann einfach runter. Wenn ihr Kritik habt, Ideen habt, sonst irgendwas, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich weiß noch nicht, ob ich die Station jetzt als erstes mache oder das Panel, was ich bekommen habe. Was ich schon geschrieben hatte in den Benachrichtigungen. Also das Benachrichtigung, ich glaube, das nennt sich Community. Da das ist nämlich perfekt, das kann ich nämlich mit diesem Stecker hier oben testen. Wenn ihr mehr von solchen Kram sehen wollt oder irgendwas mit Solar sehen wollt oder so, könnt ihr auch gerne abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Und viel Spaß beim weiteren Video schauen, was ihr wahrscheinlich macht, oder beim Kommentieren. Tschüss!